Ja Leute, und herzlich willkommen zu einer Runde SurvivalGames auf gamade.net und wir spielen heute mal wieder, sondern wir spielen die Map Wastewood. Ich glaube, die habe ich noch gar nicht so richtig gebracht auf YouTube. Und dafür erkennen mich gerade ganz viele Leute. Ich habe ja mittlerweile kein Premium mehr hier auf Gomme. So, okay, wir haben relativ geilen Stuff bekommen gleich mal. Finde ich cool. So. Und ich habe nämlich gestern ein Video geschaut bei Kelly und der hat mir eine ganz, ganz gute Route verraten auf Wastewood. Aber ich glaube, da laufen jetzt gerade schon ein paar Leute hin. Denn es gibt ein Eisenschwert da vorne. So eine Eisenschwert-Route gibt es hier. So. Ich versuche jetzt gerade den hier mal zu killen. Okay. Hätten wir einen. Abgestaubt. Okay. So, ich glaube, es war hier. Nehmen wir uns gleich noch weiter der Straße entlang. Ich bin gerade ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt. Oh, da ist jemand. Okay. Können wir auch noch schnell bekommen. Ja, und die lag zwar ein wenig, aber es kann auch sein, dass ich gerade noch Livestreams gucke mal wieder. Okay, dann hätten wir auch. Dann hätten wir schon mal ein bisschen Essen. Ich gehe jetzt doch mal hier nach oben und nicht zum Eisenschwert. Aber ich weiß nicht, ob es sich das lohnen würde. Oh, lol. Da geht. So, da ist jemand. Da ist einer. Okay. Na gut, wir den auch noch kriegen können. Auf jeden Fall geil, ohne besetzt. Gut, ich lasse ihn jetzt mal. Ich möchte nicht die ganze Zeit Leute targeten. So, da vorne ist jemand. Und er hat sich auch gerade das Eisenschwert gegönnt. Jupp, sieht so aus. Obwohl, vielleicht hat er auch nur nachgeguckt, ob es wirklich da ist. Na, wer weiß. Nämlich, ich weiß nicht, ich backe so ein bisschen rum in letzter Zeit. Also, ich hätte immer wieder zurückgebackt. Ich habe keine Ahnung, ob das an mir liegt, an meiner Verbindung oder so. Okay. Ich glaube, es ist niemand in der Nähe gerade. Ansonsten hätte ich immer noch einen Tracker. Gut, okay. Concentration, Leute. Müssen wir ein bisschen bessere Rüstung kriegen. So, was hier drin? Auch noch so ein paar Stuff-Sachen. Gute Boostplatte für ihn auf jeden Fall im Moment. Und das wird man auf jeden Fall merken. So, hier ist jemand. Uiuiui, fuck, nein, wie denn, bitte schön, okay, ich bin easy, ich weiß. schade, kann ich da nur sagen. Okay, Leute, ich würde sagen, wir joinen gleich mal direkt in eine neue Runde, ich möchte die Aufnahme jetzt nicht beenden, deshalb. So, mal gucken, gibt es gerade irgendwie, Far Away wäre eine geile Map, die nehme ich jetzt auf jeden Fall. So, ich will einfach nicht gekickt werden. Ich will nicht gekickt werden. Ja, Leute, ich bin easy, ich weiß, und das stört mich überhaupt nicht, Leute. Das stört mich sowas von nicht. Es ist mir sowas von egal, wenn ich scheiße im PvP bin oder so. Ihr müsst auch die Videos nicht reinziehen, deshalb, wenn es euch nicht gefällt. Aber es gibt immer wieder Leute, die sagen auch, es sei ja ganz spaßig, mir zuzugucken, wenn man dann, oder spannend halt, weil man nie weiß, ob ich wirklich einen Kill mache am Ende oder ob ich dann eben keinen Kill mache. Aber ja, wie gesagt, ich bin nicht irgendwie eingespielt oder so. Ich habe gerade Minecraft gestartet und ich muss noch ein Video raushauen. Eigentlich ist gerade in. Ah, fuck, und gekickt. Dann gehen wir in. Jetzt ist da wieder eins frei gewesen gerade. Ich mache nicht SG7 spielen. SG7 mache ich irgendwie nicht so. Okay, das ist doch ein Far Away. Okay, ist jetzt schon wieder voll. Sea Games vielleicht. Ja, komm, versuchen wir es einfach. Versuchen wir es. Es ist sau dumm ohne Premium zu spielen. Ich habe diese Woche eine Anfrage gemacht wegen Premium Plus, weil ich finde, ich habe ja doch immer so um die 150 Zuschauer bis 200 im Stream, wenn wir so bei den Höchstzeiten sind. Aber das reichen ja immer öfters in letzter Zeit auch. Und es ist einfach so. Gom hat anscheinend nur meinen YouTube-Kanal angeschaut, obwohl ich auch ganz klar in der Beantragung geschrieben habe. Ich streame auch noch und sie sollen da vielleicht auch mal vorbeigucken, aber. Ja, die haben anscheinend wirklich nur meinen YouTube-Kanal bewertet. Ich bin nicht sicher dabei, aber ich glaube, es war so. Denn die Antwort war sehr dürftig und sehr, ich blende die Antwort jetzt hier nicht um die ein oder so. Aber die Antwort war auf jeden Fall, du erfüllst die Bedingungen aktuell nicht. Punkt. So, das war alles. Ja. Finde ich schade, aber ja, dann werden es schon erreichen, weil ich kenne mehrere YouTuber, die auch schon den YouTuber-Rang mit 2000 oder 3000 Abonnenten eben erreicht haben. Und so weiter. Also, da kenne ich gerade irgendwie so viele Leute, keine Ahnung. Und war ich geil, bin hat jemand geschrieben, habe ich gesehen. Egal, gut.
Ich habe keine Ahnung, wo auf dieser Map die Kisten versteckt sind. Ich habe echt keine Ahnung, sorry, tut mir leid. Oh fuck, mein Antivirenschutzprogramm hat gerade einen Virus gefunden. Muss man auch gerade mal gucken. Aber jetzt sicher nicht während der Aufnahme. Gut. Ich möchte schon wieder mal ein bisschen länger Videos machen, nicht nur so ganz kurz in die 4-5 Minuten, was in den letzten Tagen einige Male kam, leider. Auf jeden Fall sorry dafür, falls irgendwie jemand gestört haben sollte, aber die Battles-Runden, die waren eigentlich ganz geil. Wurden auch entsprechend bewertet von euch. Auch nochmal vielen Dank für die über 30 Likes, die es auf beiden Folgen gab. So, da kommt auch schon der erste. Mit einer Dia-Axt oder mit einer Eisenaxt, what the fuck? Hä? Alter, okay, das hat irgendwie rumgebackt. Ich weiß nicht, was da los ist. 135? 377? Lol. Okay, ich würde sagen, wir machen noch einen Versuch. Ich würde eigentlich gerne nochmal irgendwie so eine Map wie Far Away spielen. Weil Far Away ist auch eine ganz geile Map. Das sind so meine Lieblingsmaps übrigens. Dann gehört noch Steamshire Island dazu. Die finde ich auch ganz geil, aber was gibt sonst noch für Maps auf Gommel? Diese Survival Games, Juni Survival Games 4 finde ich überhaupt nicht geil. Das ist überhaupt nicht mein Map oder auch SG7. Und SG1 ist auch langweilig. Und dann gibt es sogar auch noch Survival Games 2. Die muss ich auch mal wieder angucken. Okay, ich soll mal stehen bleiben. Gut, dann mache ich mal stehen für der Beste. Der ist aber nicht unbedingt der Beste. Doch ist er. Hi! Ja, was geht? Yeah. Gut. Ich nehme auf, du Bro, gell? Na. Okay, bitte nicht kicken. Es sind schon Prions drin, leider. Ungekickt. Fuck! Ich muss wohl immer an den SG-Server wechseln, wenn es so nicht geht. So ein Nies an den Rosen mache ich nicht. Hier noch mal Wayshut, okay. Ein Versuch auf Wayshut machen wir noch. Und dann möchte ich euch auch noch zeigen, wo das Eisenschwert ist auf dieser Map. Weil ich glaube, das Eisenschwert ist immer da. Aber ich weiß nicht, die Map Wayshut gibt es eben nur auf Gommel. So zum Sagen, ja. Gut. Aber ja, ich weiß, ich bin Ease in SG, auch in 1-1, ich bin überall Ease, aber das ist mir egal. Der Spaß am Spiel zählt, Leute. Und ja, ich muss unbedingt auch sagen, Leute, meine KD war mal fast 0,2.1 oder so, 0,21. Und ich bin jetzt bei 0,47 mittlerweile. Ich bin echt zufrieden damit, Leute. Da kann man nichts daran sagen. Und ja, ich muss dann echt gucken jetzt. Ich habe auch kein Premium auf dem Server, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie sagen, ja bitte kauf mir mal Premium oder so, damit ich wieder besser spielen kann für euch. Das ist überhaupt kein Problem, Leute. Es gibt genug andere Bed Wars Server, es gibt genug andere SG Server. Und ich denke, ja, Premium Plus wird auch irgendwann zum Greifen nahe sein. Wie auch jetzt schon. Ich denke, so mit 3500 Abonnenten werde ich dann nochmal die nächste Anfrage starten. Und ich weiß auch nicht genau, ja, wie lange das auch dauern wird, aber ich glaube so, in 3 oder 4 Monaten dürfte das auch ungefähr der Fall sein, laut Social Blade und den Analytics und so weiter. Wie ist deine KD-Multi? 0,47. Ich bin zu free. Damit. Okay, gut. Ich habe wieder einen. Jetzt habe ich einen relativ guten Spawn erwischt, ich glaube, genau. Jetzt habe ich einen guten Spawn erwischt. Oh, Leon Plays YouTube ist da. Nice. Okay, da hat jemand auch nicht so eine gute KD anscheinend. Ja, und sieht, okay, ich renne jetzt einfach mal weg. Ich renne jetzt einfach direkt zum Eisenschwert. Das ist mir scheißegal. Wegen dem Spawn oder so und den Sachen, die da sind. So, ich weiß, da war noch ein Eisen. Ein Lederhelm war noch drin, genau. So, man muss nämlich hier die ganze Straße entlang hüpfen, erstmal am Anfang. Habe ich gesehen. So. Oh fuck. Bin ich jetzt da reingelaufen oder was? Oh, da ist da schon jemand. Achso, da ist jemand. LOL. Aber ich glaube, der hat keine Waffe. Aber unter sich das Eisenschwert. Ich denke, unter sich das Eisenschwert, ne? Ah, komm. Ich will ihn haben. Ja, Alter, targetet ihr mich jetzt etwa auch noch? What the fuck? 2 Herzen. Was ist da los? Und ich würde einfach auch nur mal andeuten, Leute. Wenn ihr bei mir nur gutes PvP sehen wollt, sorry, dann seid einfach falsch. Dann deabonniert mich bitte. Wenn wirklich nur irgendwie die Erwartung habt, ja, ich gewinne alles und der stammt mich jetzt wahrscheinlich eh grad ab oder nicht, oder keine Ahnung. Oh Mann. Ich kann euch auch nicht testen im Moment. Anstatt das Video einfach zu haten, kann man wirklich den Kanal deabonnieren, sorry. Weil es kam in letzter Zeit einige Male vor, dass einfach nur so krass gehatet wurde und so 3 Dislikes auf einem Video. Und ich finde, dazu gibt es einfach keinen Grund. Es gibt einfach keinen Grund dazu irgendwie. In einer gewissen Weise. So, ich nehme jetzt die Heiltränke einfach.
Zur Sicherheit. Na gut, da war der andere wohl einfach besser an sich. Der war einfach schneller beim Eisenschwert. Und ich habe ein paar Hintergrundtöne gehört. Da ist es halt so bei einem großen Membranmikrofon, da wird einfach alles aufgenommen, was im Hintergrund so ist. So. Ach, aber eine Eisenhose, stimmt. Okay, gut. Versuchen wir hier oben was zu finden. Ah, das ist die Scheune. Geil, hier gibt es ja zwei Doppelkisten, glaube ich. Ein oder zwei Doppelkisten insgesamt. Okay, erstmal ein geiles Schwert. Sehr, sehr schön. So, eins nach dem anderen. Die Runde geht jetzt auch schon wieder, oder diese Folge geht jetzt auch schon wieder 10 Minuten. Deshalb ist das jetzt auch sicher die letzte Folge. Und dann kommt man, glaube ich, so hier an die hoch. Und da ist hier unten, genau, hier ist die Doppelkiste. Sehr schön. Okay, da waren jetzt nicht so gute Sachen drin. Keldi meinte ja, aber man könnte gut Full Iron werden, wenn man mal in die Farm geht. Aber ich glaube, es gibt eben auch noch eine zweite. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es könnte noch eine zweite geben. Oder war die hier oben? Achso, man kann noch weiter hoch. Ah. Ja, auf das müssen wir erstmal kommen. So, dann ist hier nochmal eine Doppelkiste. Genau, ja genau, so wie man Full Iron. Okay, ich nehme jetzt einfach mal alles mit. Weiß nicht, wie ich noch, ja, ob ich noch irgendwie irgendwas reißen kann in der Runde. Aber jetzt würde mir der Lederhelm auf jeden Fall noch gut tun, also ich hätte mitnehmen sollen am Anfang. So, FNS können wir irgendwie hier hin machen. Gut, so, und unten ist einer. Ein Lukas heißt der, na? Und dann holen wir uns. Hi! Ja, sehr schön! Nice! Okay. Ja, Multi macht eben doch noch Kills. Sieht man, ne? Multi kann doch noch killen, er hat's nicht verlernt. Ich habe jetzt auch wirklich so nicht so aktiv PvP gespielt in letzter Zeit und wir sind ja Full Iron, würde ich sagen, läuft. Der hatte sonst, was hat er noch? Sticks hat er, aber sonst keine Ressourcen und was. Auch konnte ich die Heiltränke gerade hier hinnehmen noch. Na gut. War nice der Kampf auf jeden Fall. GG können wir auch nochmal schreiben. Ne, ich schreibe jetzt nicht GG, weil ich auch lebe. Auch trotzdem. Ich habe auch schon YouTuber gesehen, die schreiben einfach nach jedem Kill mal GG. Was ich extrem lustig finde. Vielleicht soll ich es auch mal tun. Keine Ahnung. So, okay. Ich habe meine Tracker. Dann würde ich sagen, gucken wir noch mal, ob wir noch mal einen killen könnten vielleicht. Aber wahrscheinlich wird es eh mein Tod sein, weil so wie die Leute ausgerüstet sind und so wie sie spielen manchmal. Na gut, ich habe zwei Heiltränke. Das heißt, ich könnte vielleicht auch mal abhauen. Also erstmal gucken. Solange er kein Eisen oder kein Diaschwert oder so hat, ist er noch alles gut. So, ich vertraue jetzt einfach dem Tracker mal. Oh ja, und da drin sind zwei. Teamen die? Lol. Weil die waren gerade irgendwie. Es sah gerade so aus und so. Ah, hier. Ah. Na los! Oh, fuck. Ange. Zündet, aber ich habe ihm drei Hits gegeben, der hat verzaubertes Steinschwert, glaube ich. Auch einen Bogen? Ich habe keinen Bogen, verdammt! Schade! Das ist schade. Okay, wo ist er jetzt hin? Ich habe ihn aus den Augen verloren, verdammt! Verdammt, okay. Ich habe ihn aber gut gehittet, auf jeden Fall. So, der ist jetzt da hinten. Vielleicht kommt er ja wieder. Ist das der gleiche? Das ist Leon! Fuck, Alter, was hat der für ein Ping? Wow! Are you serious? Ich hasse solche Leute. Also nee, jetzt nicht persönlich nicht mehr so. Aber es ist einfach extrem komisch, wenn Leute so eine riesen Range haben auf Gomme. Und auf Gomme haben wir einfach eine große Range. Was geht? Naja. Aufnahme. Sag ich dir nur, gut, ich weiß nicht, vielleicht guckt das hier an. Ja, ja. Okay, gut. Ich würde sagen, ich passe jetzt einfach auf, dass ich ins Deathmatch komme. Und sonst am Ende nehme ich vielleicht auch nur diese Runde. Ich weiß es ja nicht. Nee, ich nehme alle drei Runden, die ich gespielt habe. Aber grundsätzlich bin ich zu einer, der die ganze Zeit nur aufnimmt, den ganzen Nachmittag. Denn ich habe sowieso nur begrenzt Zeit übrigens. Ja. Ich nehme nicht die ganze Zeit einfach nur auf, nur damit ich irgendwann eine gute Runde mal erreicht habe. So einen Aufwand mache ich mir grundsätzlich nicht. Weil ich möchte schon jeden Tag ein Video ausbringen. Zwar auch ich jeden Tag SG, aber ich meine, SG ist auch etwas, wo man wirklich auch viel und oft aufnehmen muss. Bis man dann eigentlich mal eine gute Runde hat. So, okay. Das sind auch wirklich so gute Sachen. Ich meine, das TNT können wir auch mitnehmen.
Das sind wir noch mit. Sehr gut, okay. Mit einem Steinschwert und Full Iron im Deathmatch. Gegen Deoplays YouTube, Lumitox und Eddie mit vielen, vielen Vieren. Moment mal. So. Die Angel nehmen wir noch. Ich versuch's mal mit der Angel. Ich bin ja kein guter Angelspieler. Ich kämpfe einfach hier, um das verzaubern. Ich habe leider keinen Bogen, das ist das Problem. Ich habe einfach keinen Bogen. Und ich hasse... Alter Mann, wie trifft denn der mich? Ich hasse Leute, die nur mit Bogen spielen können. Ich habe einfach persönlich anders gegen solche Leute. Weil ich extrem scheiße mit dem Bogen. Okay, komm. Spende ich mich mit TNT am Ende einfach. Gut, eineinhalb Herzen. Vielleicht bringt es ja das. Gut, eineinhalb Herzen. Ich kann nicht regenerieren. Hype läuft bei mir. So, wie sieht es denn aus? Jemand ist getötet worden. Eineinhalb Herzen. Das wären zwei Pfeile. Die treffen müssen. Oder jetzt immer noch ein Critical. Okay, mal gucken, ob wir da abstauben können, weil die kämpfen jetzt miteinander. Ich nehme das mal auf die 2 hier. So. Aber ich muss rechnen, ich habe keine Heiltränke oder sowas. Das ist dumm. Es ist dumm. Okay. Kommt einer. Scheint schon verzaubernlos. Sharpness, sehr gut. Alles klar. Aber die Runde ist ja echt gut. Die Runde ist gut, die gefällt mir jetzt, diese letzte Runde. Und das Video dauert jetzt schon 16 Minuten. Ich hoffe, ich kriege das alles noch hoch heute. Aber wie gesagt, es ist ja Dienstag und das Video kommt am Mittwoch. Okay, die beiden sind da hinten. Ich hoffe, die teamen jetzt nicht. Oder Leon lässt mich gewinnen, ne? Keine Ahnung. Okay, kämpfen die? Ich muss sie da wecken. Ah, nee, der wackt den Boden rum. Schade. Ich hasse heute den Boden rumwacken. Aber bei mir ist das manchmal auch so. Okay, nice, ein Schwert. Ist sogar noch verzaubern. Ah, egal. Ich hätte jetzt gerne irgendwie so abgestaubt vielleicht. Aber der hat mich dann eh wieder weggepinkt. Keine Ahnung. Na gut, mein Ping ist ja eh immer noch über 9000. Wahrscheinlich. Ja, ich bin nicht... Alter! Dead Range! Sorry, Bro! Habt ihr das gesehen? LOL! Okay. Jetzt schau ich ab. Sorry. Gut. Ja, nein. Oh Mann, fuck. Okay, das war kein verdienter Sieg. Nicht verdient. Oh Mann. Gut, nee, ich habe nicht gestreamt. Oh Mann, okay, und ich mach mal kurz. Ich muss mich irgendwie entschuldigen dafür. Okay, die Runde ist da gewonnen. Und er hat auch noch Frieden gezeigt. Aber ich habe einfach drauf gehauen. Das war nicht gerecht. Aber es waren drei gute Runden auf jeden Fall. Ne, die zweite war nicht so gut. Keine Ahnung. Oh mein Gott, Leute. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie Sorry sagen soll für diese Runde, aber irgendwie ist... Dieser Sieg, der ist nicht verdient. Der ist nicht verdient, auf keinen Fall. Und ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, wow, ich habe abgestaubt, ich bin voll gut oder so. Ne, das waren ganz gute Runden. Ein langes Video. Also lasst auf jeden Fall ein Like da, Leute. Würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns einfach... Das nächste Mal wieder Kritik gehört in die Kommentare. Und ja, Dislikes sind begründet jedes Mal. Wie auch immer. Bis dann, Leute. Mach's gut und tschüssi.